mal zu meinem eigentlichen Thema: Corona-Pandemie, Klimawandel und internationale Politik. Möchte ich mich zunächst einmal eben auf die Corona-Krise beziehen. Sie wurde und wird so aus meiner Lektüre und meiner Verfolgung der Medien als ein externes und unvorhersehbares Ereignis in die Gesellschaft und Wirtschaft aller Länder verstanden. Ich bin nicht der Meinung, dass dies richtig ist. Im Gegenteil denke ich, dass sich hier das zweifelhafte und am Ende zerstörerische Verhältnis von Mensch und Natur widerspiegelt, das sich durch Einschränkung, Instrumentalisierung und Aneignung kennzeichnet. Und viel konkreter, bereits Anfang des 2004 hat das US-Verteidigungsministerium und zuletzt das Weltwirtschaftsforum in Davos davon gesprochen, dass solche Epidemien immer wieder stattfinden können. Es geht darum, dass hier aus meiner Sicht diese Corona-Epidemie eben unmittelbarer Vorbote, Symbol und möglicherweise Hebel einer anderen Gesellschaft ist. Als erstes möchte ich feststellen, dass auf diesem Hintergrund, nämlich das, was wir alle im Augenblick erlebt haben, ich spreche zu Ihnen aus Frankreich, da ist die Situation etwas anders, aber im Grunde ähnlich gelagert, was die Ausgangssperre anbetrifft, dass man sich aktuell in einem Stadium der Wiederanknüpfung an frühere ökonomische und gesellschaftliche Verhältnisse zu gewöhnen versucht. Auf diesem Hintergrund möchte ich aber feststellen, dass ein Zurück zu der früheren Normalität wohl eher ein Fehlgriff ist und besser nicht stattfinden sollte. Denn wie die Vorsitzenden des UN-Entwicklungsprogramms feststellen, würde das bedeuten, pro Jahr 7 Millionen zusätzliche Tote wegen der Luftverschmutzung, dass verschiedene Inselstaaten untergehen, dass das Artensterben weitergeht und dass schließlich auch die CO2-Belastung weiter und damit die Erderwärmung weiter zunehmen wird. Ich möchte noch auf einen zweiten Aspekt verweisen, nämlich dass auch wenn wir von einer Pandemie sprechen, zugleich die sozialen Aspekte nicht zu vernachlässigen sind. Da geht es eher zum einen um die nationale Ebene. Wir haben insbesondere am Beispiel der USA feststellen können, aber nicht nur da war es besonders augenfällig, dass Armut im Hinblick auf Lebensstandard, im Hinblick auf Zugang zu medizinischer Versorgung, im Hinblick auf Wohnung einen zentralen Aspekt bei der Möglichkeit der Infizierung darstellt. Und auch auf der internationalen Ebene stellen wir Ähnliches fest, um es zunächst einmal etwas formal zu charakterisieren, wo keine Tests möglich sind oder nicht ja möglich sind, gibt es auch keine Infizierte und entsprechend auch möglicherweise keine Tote. Nehmen Sie das Beispiel Indien. Dort wer im Dorf lebt und 2 Drittel der Bevölkerung leben im Dorf, sie werden sicher keinen Zugang zu Tests haben. Und auch die Möglichkeit der Diagnose des Todes, der Todesursache wird kaum möglich sein. Im Grunde, der hinzukommt, dass innerhalb von 24 Stunden die Gestorbenen verbrannt werden. Und als letzter Punkt in dem Zusammenhang, der IWF geht davon aus, dass die auf die sanitäre Krise folgende ökonomische Krise allein in der dritten Welt 300 Millionen Arbeitslose zur Folge haben wird. Soweit nur das Tableau. Die positiven Aspekte unter dem Gesichtspunkt eines Hebels, einer Ausnahmesituation, die zu einer Umkehr führen könnte, fallen mir folgende 4 Aspekte ein.
Das erste, die zentrale Bedeutung der Wissenschaft, die bei aller Fragwürdigkeit in dem Sinne, dass sie natürlich nicht Wahrheit verkündet, sondern gerade in unserem Kontext mit Wahrscheinlichkeiten und mit Modellen arbeiten muss. Aber der zentrale Punkt ist hier, dass eine Leugnung des Klimawandels nicht mehr möglich sein sollte, ähnlich wie in diesem Fall der Corona-Epidemie, der Wissenschaft eine zentrale Rolle eingeräumt worden ist. Das zweite positive Element ist die Bedeutung der staatlichen Intervention gegenüber dem Markt. Hier wird sehr deutlich, dass in ähnlichen Zeiten wie jetzt die bisherige Favorisierung des Privatunternehmertums, des Marktes offensichtlich nicht ausreicht und im Gegenteil der Staat auch gegenüber Menschenrechten oder bürgerlichen und politischen Rechten eine zentrale Rolle eingenommen hat. Schließlich, der relative Stillstand der Wirtschaft hat zu einer Entschleunigung geführt und könnte darauf hinweisen, dass eine Neuüberlegung über Bedürfnisse eintreten kann. Und schließlich haben wir es mit einer substanziellen Reduzierung des CO2-Budgets zu tun. Negativ müsste man eher betonen, dass der, wie schon eingangs angeführte Nationalismus, statt einer globalen Kooperation angesichts einer globalen Krise doch eher fragwürdig ist. Es wird ja besonders deutlich an der Frage des Impfstoffs, wie vorher bei der selbst in der EU praktizierten Grenzendichtpolitik. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese Form des Nationalismus nicht identisch ist mit einer globalen Koordination und Kooperation, die womöglich auf den Staat als Aktionsraum, ähnlich wie beispielsweise in der Bundesrepublik und im Verhältnis zu den einzelnen Bundesländern zurückgegriffen werden kann. Soweit dieser Einstieg. Ich darf noch mal betonen, ich sehe die Corona-Krise als Vorboten für die langfristige Klima- und Umweltkrise, die einen viel längeren und viel intensiveren Krisenstatus hervorrufen wird. Vergegenwärtigen wir uns kurz, was den Klimawandel ausmacht und dessen Ergebnisse. Vielleicht als erstes bitte die Folie 1. Wir sehen hier 20 die Entwicklung des Klimas, und zwar aufgezeichnet. Festzustellen ist, dass von 1880 bis 1940 oder dann sogar 1970 die Schwankungsbreite relativ gering ist, nämlich zwischen 0, minus 0,4 und plus 0,2. Und dass ab 1970 wir einen stetigen Anstieg der globalen Temperatur feststellen können. Bis hin zu 1 Grad. In diesem Kontext ist festzuhalten, dass diese Glück auf Land und Wasser im Hinblick auf Nord-Süd und Äquator zu den Polen spiegeln. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass auf dem Land die Temperaturerhöhungen viel oder um das Doppelte so hoch sind, dass sie im Norden höher sind als im Süden und dass zu den Polen hin insbesondere noch eine weitere Verdoppelung der Temperaturerwärmung festzustellen ist. Diese Entwicklung ist im Augenblick mit historischen Daten überhaupt nicht vergleichbar und unmittelbar in Zusammenhang zu bringen mit der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Vielleicht bitte die zweite Folie.
Ich habe sie deswegen aufgenommen. Sie sehen hier einen Zeitraum von 8 Millionen Jahren oder 800.000 Jahren. Ja, pardon. Indem wir feststellen, dass über weite Zeiträume nur unterbrochen durch Eiszeit und Zwischeneiszeit der CO2-Gehalt pro 1 Million Kubikmeter nur schwankte zwischen 200 und maximal 300 Einheiten. Und dass wir ab hier diese Entwicklung hier an diesem Punkt, das ist das Datum 9000 vor Christus, da betrug der PPM-Gehalt 268. Und dann, wenn es hier steil nach oben geht, ist es ab dem Jahr 2000. Wir werden später noch andere Folien sehen, wo genauer diese steil ansteigende Kurve differenziert wird. Aber halt, der entscheidende Punkt hier ist, dass wir es gegenwärtig mit einer einmaligen Entwicklung zu tun haben, die über Hunderttausende von Jahren eine ganz neue Entwicklung darstellen. Und ich weise bereits jetzt darauf hin, es geht um die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, die gleichzeitig mit der industriellen Entwicklung und damit Entwicklung von einer Agrar- zur Industriegesellschaft zu Wohlstand verbunden ist. Wie immer kritisch wir sie im Folgenden auch analysieren werden. Die gegenwärtige Entwicklung führte dazu, dass wir es, und Sie werden die Daten kennen, dass mit der Erwärmung der Lufttemperatur, dass wir mit einer Ausdehnung des Ozeans, dem Abschmelzen der Gletscher, vor allen Dingen nicht nur in den Alpen, auch in den Anden, dann Grönland und Arktis zu tun haben. Und dass dies gleichzeitig mit der dies zu einer Erhöhung des Meeresspiegels führt. Hier sind unterschiedliche Angaben im Hinblick auf die langfristige Entwicklung zu konstatieren. Der International Panel on Climate Change geht davon aus, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Erhöhung des Meeresspiegels maximal 90 Zentimeter betrifft. Nach neuesten Untersuchungen geht es sogar bis zu einem Anstieg von 2 Metern. Aber auch das wäre noch im Einzelnen sicher weiter zu untersuchen. Generell können wir feststellen, dass im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte die Untersuchungen immer detaillierter und immer genauer und im Hinblick auf die Ergebnisse immer striktere und risikoreichere Ergebnisse gezeitigt haben. Daneben haben wir Extremwetterereignisse wie Taifune, Veränderung von Wetterlagen wie dem Monsun, von dem Millionen, Hunderte von Millionen Bauern nicht zuletzt in der dritten Welt abhängen, auch Veränderungen der Meeresströmungen. Und schließlich sollte man nicht vergessen, dass wir es mit einer insgesamt mit 9 Kipppunkten zu tun haben. Der wichtigste erscheint mir, dass im Zuge der Erwärmung und der besonders starken Erwärmung hin zu den Polen der Permafrost auftaut, der enorme Mengen, und zwar 26 mal stärkeren Treibhauseffekt hervorrufende Methan zur Folge hat. Da sind natürlich auch Verschiebungen in der Fauna und Flora und in dem Zuge auch von solchen mit zu konstatieren, wenn Sie nur daran denken, dass bestimmte Gebiete in Afrika besonders von Schlafkrankheit und Malaria betroffen sind und sie in nördlicheren Gebieten bisher nicht aufzufinden waren und mit der Erwärmung und Verschiebung der Luftströmungen, dass sich hier Seuchen in eine bisher nicht immunisierte Bevölkerung ausbreiten. Die sozialen Folgen, und ich darf bitten, die Folie 3 bitte, die hier stellen wir, die zeigt Ihnen die Entwicklung
Sie haben hier meteorologische Ereignisse wie Taifune und etc., dann Überflutungen, Hydrological Events und schließlich klimatologische extreme Temperaturentwicklungen wie Dürre und Waldbrände, dass die sich zwischen 1980 und 2018 von 200 pro Jahr auf 800, also vervierfacht haben. Das scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt zu sein, oder er deutet darauf hin, dass wir es doch mit erheblichen Entwicklungen, und zwar negativen Entwicklungen, zu tun haben, die unter anderem, wenn wir auch nur auf die Kostenseite blicken, sich inzwischen ebenso vervierfacht haben auf inzwischen 200 Milliarden Dollar pro Jahr. Sie haben zu entscheidenden Bewegungen von Migranten oder zu Migration und intern Internally Displaced Persons, also Personen, die interne Vertriebenen geführt haben. Und zwar gehen sie in die Hunderte von Millionen. Vielleicht können wir das die nächste Folie uns ansehen, die in die Situation um Jahre der die Welt World Meteorological Organization geht davon aus oder stellt fest, dass wir im Jahre 2017 821 Millionen, wie Sie sehen können, Unterernährte haben, von denen ein großer Teil eben durch die Wetterentwicklung oder Klimaentwicklung bedingt sind. Hinzu kommen 35 Millionen, die von Überflutungen betroffen sind, dann 883 Millionen interne Vertriebene, 32% von ihnen aufgrund von Überflutungen, 30% wegen Dürre und schließlich 2 Millionen wegen Taifunen etc. Dies sind alles Daten, die auf zwei zentrale Aspekte hinweisen, die langfristig die Situation in den einzelnen Ländern entscheidend beeinflussen werden, nämlich im Hinblick auf Food Security, also Nahrungsmittelsicherheit, und das zweite ist der Zugang zu Wasser oder Wasserstress. Halten wir fest, dass 2017 870 unter Ernährungsproblemen oder Nahrungsmittelzugangsproblemen litten und man davon ausgeht, dass sich diese Zahl potenziell um einen Faktor 4 in den nächsten Jahrzehnten erhöhen kann. Und was den Wasserstress anbetrifft, so geht man davon aus, dass 2 Milliarden davon betroffen sind und weitere 4 Milliarden unter extremen Wassernotständen leiden, zumindest temporär leiden. Die nächste Karte bitte, die nächste Folie bitte. Ja. Hier sehen wir im Hinblick die Entwicklung, wer insbesondere betroffen ist. Hier geht es Sie sehen in vier verschiedenen Reihen, sehen Sie die gegenwärtige Entwicklung zwischen 1986 und 2005, also die letzten 20 Jahren, dann welche Länder insbesondere bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius betroffen sein würden. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir bereits jetzt von einer globalen Temperaturerhöhung von 1,2 Grad ausgehen, dann 2 Grad und schließlich 3 Grad. Und Sie sehen an den Farben, dass das hohe Risiko bzw. extreme Risiko unter den Temperaturentwicklungen zu leiden, insbesondere der globale Süden betroffen ist. Und wir können genauer noch feststellen, es sind insbesondere Südasien, das heißt Pakistan, Indien, Bangladesch, das sind Länder, die insgesamt aktuell, und dazu das Afrika südlich der Sahara. Und diese Entwicklungen verschärfen
verknüpfen sich mit der Entwicklung des Klimas und gehen über auch zu Lateinamerika, auch andere Länder wie Australien. Wenn Sie an die letzten Waldbrände denken, wird das nicht überraschen. Oder auch Kalifornien in den USA haben Sie ja auch miterlebt. Auch diese Länder werden nicht unberührt bleiben von der Temperaturerhöhung. Aber der entscheidende Punkt ist, dass gerade die Länder im globalen Süden, das heißt diejenigen, die am wenigsten beigetragen und am wenigsten Möglichkeiten des Widerstandes, der Finanzierung, der Mitigation, Adaptation, wie es heißt, aufbringen können, dass sie besonders betroffen sind. Vielleicht nochmal bitte die nächste Folie, die etwas genauer die einzelnen Risikogruppen und den Anteil die Risikogruppen in den einzelnen Regionen behandelt oder aufzeigt. Sie sehen hier 440 Millionen oder 420 Millionen im asiatisch-pazifischen Raum, dann in Südasien 220 Millionen. Gut, Sie können das ja, Sie werden das selber sehen. Es ist keine Frage, dass diese Entwicklungen langfristig zu entscheidenden Migration sowohl intern wie extern führen und gleichzeitig auch, wie ich bereits kurz angedeutet habe, wir es doch mit Gesellschaften zu tun haben, die unter einem mehrfachen Stress bereits jetzt leiden, nämlich ökologische Probleme. Ein großer Teil der Bevölkerung dieser Länder ist in der Landwirtschaft beschäftigt, und zwar kleinbäuerliche Wirtschaft, die ansonsten generell mit einem hohen Anteil des informellen Sektors, das heißt Beschäftigungsverhältnissen ohne Verträge und ohne rechtlich gesetzliche Verstärkungen. Und schließlich ein hohes Bevölkerungswachstum. Wenn Sie nur daran denken, dass von 2015 in den nächsten 15 Jahren bis 2030 die Bevölkerung von 7,5 auf 9,5 Milliarden anwachsen wird, von denen 95% in eben diesen beiden regionalen Kontinenten, also Afrika südlich der Sahara beziehungsweise Südasien, anzutreffen sein werden. Das kann nur dazu führen, dass bereits jetzt prognostiziert werden kann, ohne Hellseher zu sein, dass eine Destabilisierung der Gesellschaften anzuvisieren ist, die zugleich auch die interne Konfliktfähigkeit nur erhöhen kann. Das Beispiel Syrien ist vielleicht nicht schlecht, oder an das Beispiel Syrien wäre zu erinnern, wo wir feststellen können, dass von 1999 bis 2011 immer wieder erhebliche Dürreperioden zu verzeichnen waren, denen 75% der Farmer zum Opfer fielen, insofern als sie mit großen Ernteausfällen zurechtkommen mussten. Das Gleiche betraf die Viehhüter, die zu 80% ihre Herden nicht über die Runden bringen konnten. Das Ergebnis: erhebliche Wanderungen von der Stadt, vom Land in die Stadt und zugleich, wie wir wissen, zunehmende politische bis hin zu militärischen Konflikten mit der Folge von erheblichen Migrationsbewegungen. Dass diese Entwicklung nicht nur national, sondern international zu ähnlichen Konfliktkonstellationen führen kann, aus Wasserknappheit bedingte Konflikte, insbesondere bei Ländern mit mehreren, die die Flüsse teilen. Wir haben 462, vielleicht können wir diese Folie herausnehmen. Ja, gut. Also wir haben 462 internationale
Prozesse, von denen bisher ein Großteil, also fast bis zu 3/4, die Konflikte gelöst werden, friedlich gelöst werden konnten. Aber inzwischen ist die Zahl derjenigen Auseinandersetzungen, die mit Kriegsdrohungen verbunden sind, auf über 230 gestiegen. Wenn Sie die letzten Tage die Meldungen verfolgt haben, werden Sie mitbekommen haben, dass der Nil, weil Äthiopien hier einen großen Damm baut mit chinesischer Hilfe und in diesen Tagen ihn bewässern will, dass es zu erheblichen Konflikten mit dem Sudan und noch viel größeren mit Ägypten führt, weil Ägypten mit seinen 100 Millionen Einwohnern total vom Nilwasser abhängig ist und dies als einen möglichen Kriegsgrund ansehen wird. Die Militarisierung ist sicher generell festzustellen, wenn auch in der aktuellen Situation. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Konfliktkonstellation nicht zahlenmäßig zu und an Intensität sich verschärfen kann. Es gibt nicht nur, wie wir an diesem Beispiel sehen, an dieser Folie sehen, Verlierer, sondern auch gewinnen sie, sehen wir ja genau, dass der globale Süden zu den entscheidenden Verlierern gehört. Man geht davon aus, wie Sie sehen, bis zum Jahre 2100 mögliche Wachstums- oder ja, Reichtumsverluste von bis zu 100% und umgekehrt, gerade in Kanada, also in den nördlichen Ländern, Nordeuropa, Russland, Kasachstan, wie Sie hier sehen, und dann auch Kanada bis zu 200%ige Zugewinne. In dem Zusammenhang wäre auch daran zu erinnern, dass im Kontext der geopolitischen Situation, wie wir im Augenblick sehen, hat im Zuge der Corona-Krise China doch erhebliche Zugewinne politischer Art machen können und ist möglicherweise ja nach Aussagen des IWF auch wirtschaftlich langfristig weniger betroffen als die USA oder die EU. Sie sind dabei, Pläne in die Realität umzusetzen, die die polare Seidenstraße betrifft. Sie werden davon gehört haben, von der Seidenstraße natürlich, die generell immer nur unter dem Aspekt der maritimen Seidenstraße, also von Indonesien oder einschließlich Indonesien bis hin über Südasien nach Ostafrika geht und von da über den Suezkanal nach Europa und dann die klassische Seidenstraße über Land. Aber hier kommt eine dritte Dimension ins Spiel, nämlich die polare, die im Zuge des Abschmelzens des Polareises und des sibirischen Eises, dass hier eine viel kürzere Seeverbindung zu Europa zu den USA ermöglicht wird. Ähnlich eben auch, oder das ist auch der Hintergrund dafür, dass Russland hier als einer der besonderen Gewinner dieser Klimaerwärmung gesehen wird. Aspekt bezieht sich auf, welche Möglichkeiten oder wie reagiert die internationale Gemeinschaft, wie es immer so schön heißt, auf diese Entwicklung. Vielleicht bitte die nächste Folie. Halten wir als zum Eingangs fest, dass ich zwar gesagt habe, und zwar ganz bewusst, dass die Entwicklung mit der Industrialisierung und die Industrialisierung ihrerseits auf der Nutzung von fossilen Brennstoffen, also Kohle, Öl, Gas, beruht, damit verbunden ist. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass dies auf der politischen Ebene oder ordnungspolitischen
politischen Ebene mit dem Einsetzen und der Weichlung des Kapitalismus in einzusetzen ist. Entwicklung ist auf diesem Hintergrund nicht nur eine Frage der Industrialisierung, sondern entscheidend mit Energie verbunden. Halten wir zunächst einmal fest, wenn wir diese Karte ansehen, wie die globalen, länderspezifischen CO2-Emissionen im Jahre 2017 sind nach Ländern. Und da stellen wir fest, China, vielleicht auch nicht überraschend, ist das Land mit den größten CO2-Emissionen. Nicht überraschend, weil wir wissen, es ist ja inzwischen nicht nur zur Werkstatt der Welt geworden, sondern nach den USA die größte Volkswirtschaft. Wenn wir es auf der Ebene der Parität, der Kaufkraftparität sehen, dann ist es sogar mit Abstand die größte Ökonomie, gefolgt von den USA. Und dann sehen wir Russland und Indien. Die spielen hier eine große Rolle, auch in ähnlicher Liga. Das heißt, in ähnlicher Liga spielt dann auch die Bundesrepublik als einer der großen Emittenten von CO2. Von hier aus könnte man hingehen und sagen, ja, hier ist eindeutig, wer, wenn es denn um Klimaschutz geht, als erster in die Bresche springen sollte. Ich darf bitten, die nächste Folie bitte. Hier zeigt sich, dass die globalen Ansätze insofern ein falsches Bild ergeben, als wenn wir sie beziehen auf die Pro-Kopf-Emissionen. Hier haben wir dasselbe Jahr vor uns und hier sehen wir, dass nicht China mit etwas über 7, Australien, dann die arabische Halbinsel, die Ölrentierstaaten, dass sie hier in einer ganz anderen Liga spielen als die eben genannten Länder. Vielleicht nur ein Beispiel zu nennen, auf der arabischen Halbinsel mit Katar an der Spitze werden 48 Tonnen pro Person an CO2 produziert. Das ist das Zehnfache des globalen Durchschnitts. Die USA und Australien kommen auf über 16, die Bundesrepublik auf mehr als 9,7 Tonnen pro Person. Im Afrika südlich der Sahara ist es weniger als eine Tonne und auch Indien, das an dritter oder vierter Stelle bezogen auf die gesamte CO2-Emissionen des Landes an dritter Stelle liegt, sehen wir, sie kommt knapp auf 2 Tonnen pro Person, also knapp ein Fünftel der Bundesrepublik. Und nächste Folie bitte. Ich möchte auf das historische Verantwortung der nicht zuletzt des Westens eingehen. Und Sie sehen auf dieser Karte hier oder auf dieser Folie die Entwicklung der CO2-Emissionen nach Regionen. Es geht im Augenblick um zwei Aspekte, nämlich 1751 wird als Datum für den Beginn der Industrialisierung, wie Sie wissen, in England zugrunde gelegt. Und wir sehen, dass bis 1880 etwa das Vereinigte Königreich bis zu 100% der CO2-Emissionen, die zu dem Zeitpunkt noch sehr gering waren, verantwortlich war. Und dann sehen wir des Weiteren, dass bis 1900 beziehungsweise sogar 1950 etwa nur Europa, gefolgt von den USA, zu den entscheidenden CO2-Produzenten gehören und das erst ab der zweiten beziehungsweise seit dem letzten Viertel des letzten Jahrhunderts
der globale Süden einen enormen Aufschwung, und zwar wirtschaftlich und im Kontext der Klimaerwärmung zu verantworten hat. Die nächste, bitte. Die sich so darstellt, wie Sie sehen, dass die USA bezogen auf die Zeit seit 1751 bis 2017 für ein Viertel der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Die EU, da wir es um einen langen Zeitraum zu tun haben, die EU der 28 ist für 22% verantwortlich. Und China, das doch aktuell 28% der CO2-Emissionen verantwortet, ist historisch gesehen nur mit weniger als 13% vertreten, und Indien und Afrika als Ganzes sogar nur jeweils mit 3%. Nur zur Erinnerung oder um deutlich zu machen, dass wir es mit der historischen Perspektive mit einer sehr unterschiedlichen Verantwortung zu tun haben. Vor allen Dingen, wenn Sie daran denken, dass wir ein Budget zu tun haben. Dies ist etwa 2.900 Milliarden Tonnen, umfasst etwa 2.900 Milliarden Tonnen, um eine Klimaobergrenze von 2 Grad anzustreben. Hier sehen wir als erstes, die Pro-Kopf-Emissionen sind sehr unterschiedlich. Sie sind nicht zuletzt von den heutigen Industrieländern, reichen Ländern, Metropolen produziert worden. Wir sehen es auch oder noch viel stärker in historischer Perspektive. Und eine dritte Dimension können wir festmachen, dass auch der Arm und Reich eine große Rolle spielen. Das wurde bereits angedeutet im Hinblick auf die Länder. Aber es bezieht sich natürlich auch auf unsere Gesellschaft, auf alle Gesellschaften, wo sich im Zuge der neoliberalen Globalisierung die Ungleichheiten nicht zuletzt intern weiter verschärft haben. Nur ein einzelnes Datum: 10% der Reichen weltweit produzieren CO2, Abgase, und 50% der Armen nur 10%. Und wenn wir von Verantwortung sprechen, dann muss man auch darauf hinweisen, dass die neoliberale Globalisierung schließlich von den Metropolen ausgegangen ist, 1990, und zwar im Hinblick nicht nur in konkreter Ausführung, nicht nur im Hinblick auf die Produktion, nämlich durch die Delokalisierung und die Internationalisierung von Wertschöpfungsketten, sondern gleichzeitig auch durch die Universalisierung des Metropolitanen oder, wie einige es nennen, der imperialen Lebensweise, die eben auf einem ganz bestimmten Niveau und ihren transnationalen Konzernen ausgehendes technologisches und technologisch und energetisch in eine ganz bestimmte Wertschöpfungskette eingegliedert sind. Dies ist der Hintergrund, auf dem ich im Folgenden die UN-Bemühungen um einen Klimaschutz genauer detaillieren möchte. Halten wir als erstes fest das Datum 1990. Es scheint mir ein Schlüsseldatum zu sein. Insofern, als wir es im Hinblick auf die internationalen Bemühungen, nämlich eine Begrenzung der CO2-Emissionen zu erreichen, dass 1990 als Basisjahr im Wesentlichen angenommen wird. Das ist damals betrugen die globalen CO2-Emissionen, und zwar nicht nur fossile, sondern auch Methan- und Lachgas-Emissionen,
22 Milliarden Tonnen und man war daran, schon auf diesem Niveau zu stabilisieren. Zum Zweiten, das Jahr 1990 kennzeichnet das Jahr des politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs des realen Sozialismus, gekoppelt mit der Durchsetzung global, mehr oder weniger global, der Marktwirtschaft, des Privatkapitalismus und schließlich der Durchsetzung der neoliberalen Globalisierung, in deren Gefolge auch der Aufstieg der Schwellenländer zu konstatieren ist. Das nächste bitte. Die nächste Folie bitte. Ja, hier sehen Sie genau noch einmal kurz, vielleicht auch nicht besonders gut, vielleicht lesbar, wie sich die Entwicklung zunächst einmal rein formal darstellt zwischen 1970 und 2018. Sie sehen hier bis 1990 etwa haben wir es mit einer relativ ausgeglichenen und langfristig mit einer Reduzierung der CO2-Emissionen seitens der Metropolen, der reichen Industrieländer, wie der kapitalistischen Metropolen, wie immer zu tun und umgekehrt ab 1990 mit diesem rasanten Anstieg Chinas bzw. der anderen Entwicklungsländer und Indien ist hier noch ein relativ klein verzeichnet, aber Sie wissen, dass bis 2050 Indien als zweitgrößte Volkswirtschaft von den Wirtschaftsforschungsinstituten gehandelt wird. Das nächste bitte. Mir geht es im Folgenden um die Klimakonvention, um auch den historischen Prozess ein wenig zu beleuchten. 1992 fand in Rio der Umweltgipfel statt, der schließlich in eine Klimarahmenkonvention 1994 einmündete und im dem Zusammenhang eine Earth Charter, also eine Erdcharta formulierte, in der zwei zentrale Aspekte festgehalten wurden, nämlich das eine, dass Umwelt und Entwicklung nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften. Halten wir es anders fest, dass es am Ende um Aspekte von nachhaltiger Entwicklung ging und zum anderen der zweite Pfeiler, wie es heißt, die gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung für den Klimawandel. Dieser wurde schließlich in einem Zusatzprotokoll, dem sogenannten Kyoto-Protokoll 1997 fixiert, in dem der Klimawandel als festgestellt wurde, auch seine anthropogene Verursachung und schließlich die Verantwortung, wie eben aufgezeigt, der Industrieländer festgehalten wurde. 38 Länder wurden spezifisch genannt mit Obergrenzen. Am Ende einigt oder der Vertrag trat in Kraft 2012 fixiert. Und es sollten am Ende 5,2% weniger CO2-Emissionen als 1990 von Seiten der genannten 8 produziert werden. Halten wir aber fest, die Probleme mit dieser Fixierung der sehr lange Prozess. Denn 1992 war die Konferenz in Rio der Zeitraum, der ausgeschöpft werden konnte, war schließlich 2012. Das heißt, man brauchte 20 Jahre, um eine erste konkrete Ergebnisse zu erzielen. Und wenn das Ziel war, eine Stabilisierung der CO2-Emissionen, so können wir feststellen, dass am Ende eine regelrechte Verdoppelung statt einer Stagnation eine Verdoppelung
der CO2-Emissionen festzustellen ist. Zum Zweiten, die USA und Kanada sind vorzeitig aus diesem Vertrag ausgeschieden. Drittens, es gibt keine prinzipielle absolute Reduzierungsauflage für die einzelnen Länder. Fünf Länder sollten keine höheren CO2-Emissionen verursachen, dazu Russland und zum Beispiel Frankreich. Sieben Länder, darunter Australien, Sie werden sich erinnern, 16 Tonnen pro Person hatte positive Obergrenzen, Australien mit plus 8%. Dazu flexible Mechanismen, die es den einzelnen Ländern erlaubten, ihre eigenen Emissionen durch Projekte in der dritten Welt oder durch gemeinsame Implementierung oder auch durch Emissionstrading, also Emissionshandel, zu reduzieren. Wenn wir am Ende feststellen, real reduziert werden sollten, dann stellen wir am Ende fest, handelt es sich um eine Reduktion bezogen auf diese von 24%. Das ist sehr beeindruckend, doch müssen wir bei konkreterem, detaillierterem Blick feststellen, dass der Niedergang der realsozialistischen 13 Länder, dass sie für 83% der Reduktionen, dass die Krise von 2008 erheblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen beigetragen hat, im Zeitraum, wie gesagt, 2008 bis 2012. Und schließlich die Daten, die wir eben gesehen haben im Hinblick auf die einzelnen Länder, beziehen sich immer nur auf die auf die Werkstatt wurden gerade CO2-intensive Produktionsteilketten ausgelagert, die aber dann als Fertigprodukte wieder hier konsumiert wurden. Anders, die Emissionen Chinas beinhalten einen 14-prozentigen Zuschlag, der eigentlich den Industrieländern, den reichen Industrieländern, dem Westen zugerechnet werden müsste. Mit anderen Worten, und das wird deutlich, wenn wir an Kyoto 2 denken, denn dieser verbindliche Vertrag sollte von 2013 bis 2020 gelten, ist bisher nicht in Kraft getreten. Stattdessen haben wir Paris 2015. Sie wissen, dass man hier von den verbindlichen quantitativen Grenzen abgerückt ist, zugunsten der freiwilligen Zusagen. Und hier sehen Sie, wie groß die Anstrengungen sein müssten, um diese Klimaziele zu erreichen. Die freiwilligen Zusagen würden die Klimaerwärmung nicht auf 2 Grad, wie man gehofft hatte oder wie man nach wie vor anstrebt, auf 3,2 Grad erhöhen. Darf ich die nächsten beiden bitten? Da sieht man, je später man anfängt, umso größer sind die Probleme. Wenn man das 1,5 Grad Temperaturwachstum realisieren wollte, dann müsste man ab 2020, also ab diesem Jahr, pro Jahr bis 2030 eine 55-prozentige Reduktion der bisherigen CO2-Emissionen erreichen. Das heißt, pro Jahr 7,6% wollte man, wenn man noch länger erwartet bis 2025, dann wären es sogar, bitte die nächste, 15,4%. Mit anderen Worten, sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und vielleicht jetzt bitte die nächste. Die Corona-Krise, die würde uns
nach diesen Daten, die vom Mai dieses Jahres sind, wenn ich mich recht erinnere, Sie könnten geben einen Einstieg in das, was auf uns zukommen müsste, könnte, wenn man daran denkt, dass hier die CO2-Emissionen durch den faktischen Stillstand der Ökonomien um 6 bis 7% reduziert wurde. Das aber ja nur für wenige Monate. Man müsste sich vorstellen, die nächsten 10 Jahre, denn übrig bleibt faktisch nur ein maximal 1000 Tonnen an CO2. Wenn wir bei 1,5 sind, sind es weniger als 600 Emissionen und pro Jahr werden vor bisher 55 Milliarden Tonnen global in die Luft gefeuert. Mit anderen Worten, die Zeit drängt, die bisherigen Bedingungen sind nicht besonders gut. Bitte die nächste. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Wir sehen hier die Unterschiede zwischen 2 Grad und 1,5 Grad. Was wäre zu tun? Der International Panel on Climate Change hat dringend 2 Grad anzustreben, wie wir sehen im Rahmen der UNO, obwohl es sehr wichtig wäre, ist es eher illusorisch. Die UNO ist zu schwach, sie müsste gestärkt werden. Verbindliche Verträge müssten eingehalten werden und da wären nicht zuletzt gerade die Industrieländer, die schließlich die auf Kosten der überwiegenden Mehrheit der Menschheit ihre Industrialisierung finanziert und auch für die gegenwärtige Sackgasse mitverantwortlich sind, zu tun wäre. Halten wir im Augenblick fest, dass die EU mit ihren 450 Millionen Einwohnern gegenwärtig 10% der CO2, der gesamten CO2-Äquivalente, also nicht, das ist bei einem globalen Pro-Kopf-Einkommen immer noch mehr als das Doppelte. Das Zweite, das bedeutet, man müsste die 55-prozentige Reduktion bis 2030 erheblich verschärfen. Um das am Beispiel zu verdeutlichen, in der Bundesrepublik käme man bei einer 55-prozentigen Reduktion über die CO2-Emissionen von 1990 auf 6,8 Tonnen pro Person. Das ist immer noch 50% mehr als der heutige globale Durchschnitt. Schließlich, im Hinblick auf die Maßnahmen, Bepreisung wäre wichtig, auch die Subventionen für fossile Brennstoffe, die sich weltweit auf 320 Milliarden Dollar pro Jahr betragen, wäre aufzugreifen und auch staatliche Grenzwerte einzuführen. Der weitere Aspekt aus meiner Sicht, was ich angesprochen hatte, Entschleunigung hier, um gleichzeitig größere Möglichkeiten der Entwicklung für die Armen und weniger Entwickelten, 3/4, 4/5 der dritten Welt zu ermöglichen. Das wird nicht gehen, indem man nur die Armen mit ins Boot holen möchte. Es wird darum gehen, die Eliten und nicht zuletzt auch die transnationalen Konzerne, die über 1 Milliarde seit 1990 zur Korruption angewendet haben, ihnen den Kampf zu erklären, eine neue Politik auch im Hinblick auf Energie einzuleiten. Schließlich würde es auch darum gehen, eine neue internationale Beziehungen zu etablieren auf der politischen Ebene im Hinblick auf das, was wechselseitiger Nutzen statt Wettbewerb, Anerkennung der verschiedenen Kulturen, Nichtintervention und statt Freihandel, also auf der ökonomischen Ebene, statt Freihandel und freiem Wettbewerb, die, wie wir gesehen haben, nur Ungleichheit und Unterentwicklung produzieren,
diesen auf jeden Fall abzustellen, weil sie die Möglichkeiten, nein, weil sie auch zu einer Verschärfung der Armut, die ihrerseits Umweltprobleme und ja, Umwelt- und Klimaprobleme nach sich zieht, provozieren. Auf diesem Hintergrund ist die EU mit ihrem Programm 2050, nämlich karbonfreier Kontinent zu werden, wie es heißt, zwar von der Intention her richtig, auch wenn sie nicht ausreicht, wie eben angedeutet, aber dies wird ja im Kontext der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit angestrebt. Gerade diese Wettbewerbsfähigkeit, die eben einer Marktwirtschaft zugehörig ist, wäre hier auf jeden Fall nicht fördernd im Hinblick auf eine Begrenzung der Klimaerwärmung, auf eine größere und besseres Verhältnis des Menschen, der Gesellschaften zur Natur. Da greife ich diesen Punkt auf, den Alexander eingangs angesprochen hat. Es geht nicht um kleinere Aspekte. Am Ende ist der System Change der zentrale Aspekt. Und lassen Sie mich damit schließen, es geht hier nicht um moralische Fragen. Es geht um das Eigeninteresse, denn ein Paradies lässt sich auf Ruinen nicht aufbauen. Wir wissen, dass die Migration enorm zunehmen wird, dass auch wir unmittelbar von, wenn auch weniger, von der Umweltkatastrophe betroffen sind. Wer möchte schon in einer Gesellschaft leben, in der Frontex und Entfremdung zum anderen die zentralen gesellschaftlichen Parameter sind, wo doch eine bessere, wo die Möglichkeit einer besseren Gesellschaft basierend auf Kooperation und Entwicklung für alle möglich ist. Vielen Dank. Bis dahin.